Die französische Version des Après-Ski oder des Avant-Ski, wie auch immer, die sogenannten Schlitterwochen, finden auch bei diesem Jahreswechsel 2010-2011 wieder statt in den Alpen, in den verschiedenen französischen Wintersportorten plus Andorra. Diesmal sind wir in Saint-Didier-Vosges, also die Hochvogesen. Und es geht gleich los bei diesem insgesamt sechsten Lauf der Saison mit den Qualifikationsläufen. Und da gilt dann immer Einzelzeitfahren. Vier Runden hat jeder und die schlechteste Zeit wird gestrichen. Schöne Gegenlichtaufnahmen, aber wir sehen auch schon, wir sind hier in dieser Partnerstadt von Friedrichshafen am Bodensee nicht sehr hoch. Ja, Höhenmeter, gerade mal 350 Höhenmeter, eine Kunsteisbahn und ja, Sie sehen es im Elsass, ähnlich wie in Deutschland, ja, fast schon frühlinghaftes Wetter, aber um schöne Drifts zu geben, gibt es Kunteis und das sehen wir hier und zwar natürlich wie immer in der Trophäen Dross auf Motors TV in Vollendung. Ganz genau, bis zum großen Finale dann im Stade de France im Herzen von Paris und da sehen wir wieder mal die wunderbaren Drifts. Und wir sehen, dass einige Neuansteiger auch wunderbar inzwischen gelernt haben. Wir müssen sagen, Jacques Villeneuve ist deutlich stärker geworden von Rennen zu Rennen, aber auch Romain Grosjean zum Beispiel, der ja immer noch hofft, wieder zurück in die Formel 1 zu kommen, der ehemalige Renault-Fahrer für Matek vor zu Beginn der GT1-Weltmeisterschaft im letzten Jahr gefahren, dann zu Auto Grand Prix gewechselt. Also er sucht noch so ein bisschen ein Refugium, vor allem für Frühjahr, Sommer, Herbst. Ja, aber da muss man eben, gerade Grosjean ist ja einer von derjenigen, der auf dem Punktesystem hier profitieren kann. Zwei Streichresultate, das heißt, die ersten Rennen konnte er gar nicht teilnehmen, du hast es gesagt, Formel 1-Test mit Pirelli und deswegen eben hat er sogar die Chance, nicht nur in die Top 10, sogar noch vielleicht in die Top 5 reinzurutschen, je nachdem, rutschen ist übrigens genau treffend hier, man sieht es, und ja, das wird sich jetzt zeigen, da muss er allerdings an diesem Wochenende auch noch ein paar Punkte einfahren. Ganz genau, Allradantrieb, Allradlenkung, Jacques Villeneuve hat sich an diese Autos, die mit nichts anderem weltweit zu vergleichen sind, inzwischen wirklich angefreundet im Skoda-Team. Es ist auch im Übrigen auch die neue Skoda-Lackierung für die IRC, gell? Genau. Also, der französische Skoda-Importeur setzt die Autos ein. Das ist ein werksunterstütztes Team. Jacques Villeneuve am Ende mit der siebtbesten Zeit. Das zeigt in der Tat die Aufwärtstendenz. Und ich sollte nochmal sagen, Kunsteis ist mit regulärem Eis auch nicht unbedingt zu vergleichen. Der Vorteil hier bei Kunsteis, wir werden am Ende nicht große Asphaltstücke haben, die Samstagabend durchschauen. Und es staubt schöner. Kunstschnee staubt schöner. Oh, hier übertreibt er ein bisschen. Steht lang quer, wird weit rausgetragen, aber ja, man sieht, diese Ecke muss man auch am Scheitelpunkt, am Schluss ganz eng fahren, um eben das Auto hinzustellen für die nächste rechts. Nur 600 Meter lang die Bahn, ultra kurz, aber man sieht es, die Zuschauer haben ihren Spaß. Ja, und besser als auf Schalke, da war ja am Ende Biathlon nicht möglich, weil das Dach eingebrochen ist. Hier haben wir freie Wildbahn, hier haben wir in der Tat künstliches Eis. Und wir sollten sagen, bei der Familie Villeneuve, schon beim legendären Papa Gilles, war ja das Rennen auf Eis sehr, sehr Teil der Familie. Ja, der war ja super Wintersportler auch. Super Wintersportler, vor allem hat er ja auch Dragster Snowbikes gehabt und Dragster Schneekettenfahrzeuge, der unvergessliche Gilles. Ja. Gegenlichtaufnahmen, schön. Skoda feiert eben auch 110 Jahre Motorsport in diesem Jahr. Am gleichen Wochenende übrigens Rallye Monte Carlo gewesen, ist ja Aufzeichnung vom letzten Wochenende. Dafür auch hier muss man klar sagen, bei der Trophäen Dross ein wirklich starkes Zuschaueraufkommen, weil die Rallye Monte Carlo 100 Jahre ist natürlich das französische Highlight, aber Trophäen Dross hat sich längst etabliert. Wir sollten noch mal sagen, dieser Wintersportort, der im Sommer auch für Wanderer, was wirklich Schönes ist, Straßburg 95 Kilometer weit entfernt, Basel 125, das ist das ehemalige Werksauto, das wir gerade gesehen haben, nämlich der Toyota Auris, mit dem ja Alain Prost vor zwei Jahren schon mal Champion war, jetzt in Privathänden bei der Familie Ballas. Ja, Bertrand Ballas, auch einer, der ja schon ewig hier am Start ist, hier sieht man ihn wieder im Bild. Du hast es schon gesagt, mit dem Toyota Yaris und ja, im Moment, Alain Prost ist ja umgestiegen auf Dacia Duster, den werden wir nachher gleich sehen, aber erstmal Bertrand Ballas, einer, ja, der schon ewig in der Jahrzehnte Serie dabei ist. Eigentlich seit Anfang an, Max, ich glaube, der hat sie gegründet. Ich glaube, der hat sie mitgegründet. In jedem Fall, es gibt auch einen Sonderbonus für Hartnäckigkeit.
Dann kommt jetzt einer der Favoriten, Olivier Panis. Bei Toyota war er noch Steigbügelhalter für den Professor, für Alain Prost. Aber inzwischen ist Olivier Panis, der nach wie vor auch mit Oreca Courage in der Langstrecke zusammenarbeitet, auch auf Eis ist er inzwischen einer der Anwärter auf den Titel in dieser Saison 2011. Das zeigt er auch, er ist ein bisschen schneller als Eisrennspezialist Ballas, holt sich nämlich die viertbeste Zeit. Und wir sollten sagen, für die Zeiten gibt es ja schon Punkte fürs Gesamtergebnis des Tages. Ja. Also wir haben gesehen, Jacques Villeneuve auf der siebten Position, dann Franck Lagourgue, einer der stark. Natürlich der französischen, ja muss man fast schon sagen, Eisstars als zweitschnellster, Bertrand Ballas nur fünfter und jetzt eben Olivier Panis abgewunken auf, wird vierter in diesem Qualifying. Ganz genau. So. Es gibt jetzt auch Handicap-Gewichte im Übrigen für die Besten der Besten. Werden wir hier die nächsten zwei sehen, die eine halbe Runde versetzt nun auf die Bahn geschickt werden. Das ist Jean-Philippe Deyraud, der Hauptgegner von Alain Prost und natürlich der blaue Dacia von dem vierfachen Formel 1 Weltmeister, dessen Sohn Nicolas im Übrigen in der Trophäe Elektronik fährt. Ja, Elektrik. Deyraud mit der Nummer 1 auf dem Auto, letztjähriger Meister und immer schön in den Drehzahlen am Anschlag im roten Bereich. Die Bettungmauern sind aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ein bisschen nah dran, muss ich sagen. Da muss der Drift auch passen. Wunderbar gemacht, auch hier. Aber super saubere Linie, er ja gewechselt in einen privaten 1er BMW und muss man klar sagen, kommt immer besser in Schwung. Wahnsinnig gut, also in der Punktewertung sind sie ja vor diesem fünften Wochenende-Saison auch dicht beieinander, Prost und Deyraud. Und Deyraud, also da sehen wir kaum Zentimeter, den er verschenkt. Auch hier Vorderräder eigentlich komplett gerade gehalten, da wird nicht groß korrigiert. Er lenkt das Auto quasi mit dem Gaspedal und dann kommt Alain Prost, die Nase, immer eine halbe Nasenlänge voraus. Ja, mit dem Dacia Duster im Moment, muss man sagen, Tabellenführer. Ja. In der Trophy, auch er, muss man klar sagen, hat das Thema ziemlich schnell adaptiert. Und ja, man sieht es, das wäre natürlich für Dacia eine Riesennummer. Das ist die Schwestermarke von Renault, deswegen das ist auch wirklich ein Werkseinsatz. Und es gibt nur ein Auto und nur einen Fahrer. Üblicherweise teilen sich zwei Fahrer ja ein Fahrzeug. Und normalerweise werden zwei oder drei Fahrzeuge pro Team eingesetzt. Hier konzentriert sich alles auf den Professor, auf Alain Prost, der in Frankreich immer noch eine ganz, ganz große Nummer ist. Auch das Budget wird sich auf ihn konzentrieren. So ist es. Und hier sehen wir es momentan eines Fahrergehalts. Nach den ersten Zeitfahrten. Also, Deyraud holt sich 60 Punkte für die absolute Bestzeit. Lagourgue im Skoda Fabia auf 2. Und dritter im Duster, den sehen wir gerade hinten, Alain Prost. Momentan nur dritter. Und dann kommen wir nach den Qualifikationsläufen in Tat zur Startvoraufstellung für das erste Finale. Das ist Franck Lagourgue. Ja, der haben wir gesehen, steht vorne in diesem ersten Finale, eigentlich im Auto von Durand. Der ist ja letztes Jahr im Skoda-Meister geworden. Und ja, die Skodas, die sind da schon richtig gut aussortiert. Hier, der Renault. Ganz genau. Auch das, der Clio. Sehr gut aussortiert. Auch das ein Auto, das über die Jahre weiterentwickelt worden ist. Sicherlich gibt es da auch ein bisschen Unterstützung von Renault. Klar, hat nur mit dem Auto, mit dem Serienauto oder auch mit dem Super 1600, mit den Rallye-Autos, sowas von überhaupt nichts mehr eine zu tun. Eine leichte Ähnlichkeit der Karosserieform vielleicht. Ab geht's. Und natürlich immer Traktion, gerade beim Start von entscheidender Bedeutung. Bei Einheitsreifen mit Einheitsspikes. Gleich beide Skoda auf Platz 1 und 2. Dann die beiden Renaults auf 3 und 4. Ja, und die Scheibenwischer auf der Seitenscheibe, Fahrerseite, sehen wir, haben gleich wieder viel zu tun. Ja, also die Elite hat sich eigentlich schon ein bisschen vertan, der vom vorletzten auf den letzten Platz jetzt zurückfällt. Aber der hat vorne eh nicht mitgemischt. Ja, könnte die Emily Petit gewesen sein. Das könnte sein, ja. Drei Skoda, also alle drei Autos, drei werksunterstützten Fahrzeuge sind hier dabei auf den Plätzen 1, 2 und 5. Nur ein BMW momentan auf 6, die zwei BMW auf 6 und 7. Ja, und natürlich, wenn du vorne bist, hast du einen großen Vorteil. Du bist hier nicht im Wintermärchen, im quasi Schnee von den aufgewirbelten
Spikes. Und vor allen Dingen gibst du die Linie für den Hinterfahrer vor, weil er muss die Lücke suchen, du gibst ihm mal gar keine. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Lorach und Thibon momentan bei dieser französischen Interpretation des automobilen Wintersports lauern auf den Fehler der beiden führenden Skoda Fabia. Ja, auch unsere Kamera. Leute haben natürlich da ein bisschen Schwierigkeiten, müssen öfter mal die Linse hier sauber machen. Ja, Lagos immer noch vor seinem Markenkollegen und dann, du hast es gesagt, die zwei Clios, ja, und unser Fiat Stilo. Ich meine, es war die Emily Petit, die sich ja voll vertan hat. Hat sich vorhin gleich mal vertan am Start und ja, kämpft natürlich um den Anschluss, aber um einen Podiumsplatz, das sieht man es ganz hinten im Bild, muss sie sich mal keine Gedanken machen. Könnte allerdings auch ihr Teamkollege Benjamin Rivière sein. Aber wir schauen, Lagos immer noch souverän vorne. Ja, die zwei Renaults, die scheinen sich aber auch nicht gegenseitig weh zu tun. Also mit der Brechstange fährt da mal keiner in rein, weil es ist langes Wochenende und ich glaube, an diesen Bettumwänden, da willst du nicht wirklich einschlagen. Also üblicherweise kennen wir dann immer am zweiten Tag einen deutlich höheren Einsatz. Wobei wir hier, wir sehen es an der tiefstehenden Sonne, es ist doch relativ früh morgens. Dieses Rennen wird am kompletten Samstag ausgetragen. Beide Einzelläufe, üblicherweise ist es ja eigentlich getrennt. Panis Lagos und dann die beiden Clio Version 3. Aber du hast schon gesagt, also ja, als Renault, als Clio zu bezeichnen, ist ziemlich weit hergeholt. Mittelmotorkonstruktion abgespeckt natürlich, der Fahrer sitzt auch auf der Mitte. Ja, und die beiden Skoda ziehen vorne ein bisschen weg. Das erinnert uns diese Bilder ein bisschen in der Tat an das Start de France, dann ans große Finale, dort wo der Meister 2011 dann auch gekürt wird. Vorsichtig, gut ausverkaufte Hütte im Herzen der französischen Hauptstadt. Sechs Runden pro Sprintrennen, das wird man auch nicht verlängern, weil an einigen Stellen haben wir natürlich schon ein bisschen Probleme. Oh, und jetzt werden sie sich doch alles andere als einig. Ja, hat er aber auch wirklich die Lücke aufgelassen. Ja, Tür und war offen. Oh. Ja, und wieder, er ist zu weit draußen, macht innen die Bahn frei. Wunderbar, er macht es wirklich nochmal schön spannend für die Zuschauer, der Streckensprecher. Der überschlägt sich fast, muss man ja die Stimmbänder ein bisschen entknoten. Panis also holt sich den Sieg vor seinem Teamkollegen Lagos. Lorach Pierre Lorach auf Platz 3, Jean-Baptiste Dubois auf 4, Eric Stevenard auf 5. Im dritten der Skoda dann die beiden BMW Serie 1 von Olivier Pernod und Jean Coux. Ich möchte jetzt mal nicht behaupten, dass er absichtlich die Türe aufgelassen hat, um Panis ein paar Punkte mehr zu geben. Also Lagos hat eigentlich selber noch Ambitionen, ja, auf den Titel. Deswegen, das war einfach nur, ja, ein kleiner Fehler. Panis, ein Formel-1-Sieg in über, glaube ich, 140, 150 Grand Prix. Monaco Grand Prix hat er mal gewonnen. Also er freut sich, es war ein super Rennen und ein guter Sieg. Guma sagt Panis, ich kann es auch freihändig. Also, zweites Finale und da ist natürlich jetzt die Asse mit dabei, wie Deiro und Alain Prost. Ja, die zwei eben, die im Moment in der Meisterschaft mit, ja, darf man fast schon sagen, ein bisschen Respektabstand in Führung liegen. Der Duster, es ist ein Geländerfahrzeug von Dacia, da werben sie also ein bisschen dafür. Das ist ja Mode, das ist ja wie mit Mini Countryman, man versucht ja wirklich diese bisschen die SUV angepimpten Autos hier im Motorsport mal zu promoten. Genau so ist es. Dann Ballast im Toyota Auris und mit dabei im Übrigen auch Jacques Villeneuve auf Startplatz 5. Ja. So, Ballas auf 3 hinter Prost und Durand. Das sind auch die drei, die in der Meisterschaft vorne liegen, nur rumgedreht. Also Deiro, muss ich sagen, ist sensationell hier unterwegs. Aber wir wissen, der Professor fährt immer auch mit dem Gewichtshandicap im Hintergrund. Er hat hier 20 Kilo drin, anders als Deiro. Bedeutet, Prost könnte dann ausladen für den zweiten Lauf. Ja, und bei 2 gibt es auch wichtige Punkte. Prost hat auch viel gelernt im letzten Jahr. Genau was eben, ich sage jetzt mal, das Spielen mit dem Gewicht. Bei welcher Strecke kann ich Gewicht brauchen? Wo schadet es mir? Hat er letztes Jahr viel gelernt und man sieht es dieses Jahr. Er fährt viel taktischer, hat immer
gepunktet, manchmal mehr, manchmal weniger, aber genau so kann man eben die Meisterschaft gewinnen. Genau so muss man wahrscheinlich sogar wirklich in der Tat fahren. Das Feld ist noch dahinter dicht beieinander, ja, und Villeneuve hat nicht so wahnsinnig viel gewonnen, der ist nach wie vor Fünfter. Schön und clever die Kamera im Auto von Bertrand Ballas. Da haben wir wieder den Motor jaulen. Versuche nach Traktion mit den nur fast Fahrradreifen, breiten Spike. Neues. Genau, Gummis. Schwarze Jolt. Schafft uns Ziel vorbei. Jolt. Das ist wieder eine von diesen Betonmauern. Da zuckt man so ein bisschen. Oh, muss sagen, Dero haut da schon ab. Ja, also man sieht, dass er einfach das leichtere Auto hat. Trotzdem muss man sagen, auch wenn das Auto mit dem Einzel-BMW wenig zu tun hat, es ist ein Privatengagement und dafür kann ich nur sagen, in bestem Französisch, Chapeau. Chapeau. Absolut, er fährt auch sensationell. Wir haben es ja vorhin schon bei den Einzelzeitfahren im Qualifying gesehen, da war er mit Abstand der Schnellste. Ja, Villeneuve ist auch noch dabei. Ganz genau, hängt er momentan ein bisschen hinter dem Fiat Stilo von Rivière und will an dem, wenn es irgendwie geht, vorbei. Rivière hinter unserem Kamerafahrer, dem Toyota Auris von Ballas, der nah rankommt an den Duster. Ja, dem französischen Blau, das wir ja auch von Prost Cambry noch kennen. Wir hoffen, dass sich dieses Einsatz hier, dass der sich finanziell ein bisschen besser trägt. Ja, der Hero ist eigentlich durch, der kann sich nur noch selbst schlagen. Ja, und Villeneuve. Oh. Ja, kurze kleine Berührung, aber das gibt es im Eifer des Gefechts. Und nochmal. Er ist schneller, aber kommt eben nicht vorbei. Vielleicht jetzt in oh. rein. Ja. Ja, da ja. kriegt er einen. Ah, jetzt er. Da kriegt er einen. Oh. Tja, und das war Freund Grandjean. Der ist ein bisschen durchmogelt. Aber die müssen auch aufpassen mit der Allradlenkung. Wenn du da einen Schlag gerade beim Einlenken drauf kriegst, ist da schnell was kaputt. Also es war nicht ganz sauber, was Freund Grosjean da gemacht hat. Ja, Formel 1 Freunde unter sich. Gut, der eine hat noch was zu beweisen, der ist gerade ziemlich verzweifelt. Freund Grosjean. Und der andere hat auch noch was zu beweisen, hätte ich fast gesagt. Ja, er hätte es gerne in Formel 1 bewiesen. Er will noch. Ja, Villeneuve noch. Er will Villeneuve nochmal, er will ganz neu nochmal. Ja, und Ballas ist dran an Prost. Ja, und Durand. Wird fast nicht mehr gesehen, möchte ich von der Erdkrümmung sprechen auf einer 600 Meter langen Bahn, aber das sind schon 30 bis 40 Meter. Ja, super gezirkelt. Ries keine und Explosion. Gleich mal die Zielpirouette. Das ist sensationeller 360er, nicht so schlecht. Und auch er kann es mit einer Hand. Tja, er hat also maximal Punkte geholt am ersten Tag. A, die Bestzeit in den Zeitläufen, in der Qualifikation und der Sieg im Elite-Finale und damit 80 Punkte. Er holt also bereits jetzt schon 6 Punkte auf den immer noch in der Tabelle führenden Alain Prost. Diesmal Prost eine Tageswertung Dritter. Und damit kommt man nun dann zu den Einzelzeitfahren des zweiten Tages, der auch am Samstag, am Nachmittag ausgetragen wird, aber ja. ist separat gewertet. Und vom Kunsteis ist nur noch, ich würde jetzt mal versagen, 2/3 übrig geblieben. Manche Ecken, ja, da kommt jetzt schon der Asphalt durch. Also wenn man Kunsteis macht, kann man das doch besser hinkriegen, meine lieben Freunde. Ja, aber die Autos fressen schon richtig was. Die fressen schon richtig, hallo, aber hallo, hallo. Das Problem ist natürlich, dass wir hier eine Eintagesveranstaltung haben. Üblicherweise hast du von Freitag auf Samstag durchaus die Zeit, mit dicken Feuerwehrschläuchen noch für eine extra Eisbahn zu sorgen. Also bei Kunsteis hatte ich mir das besser vorgestellt und ich glaube, der Veranstalter rundum Promoter Max Mammers auch. Da haben wir schön die Allradlenkung gesehen. Ja. Bis zu einem Winkel von 15 Grad lenkt also die Hinterachse, mit. Und das ist eindeutig Olivier Panis. Ja, aber zu quer. Ja, viel zu quer, viel zu viel Bewegung im Auto. Speziell auf dem, ja, trockenen kann man nicht sagen, aber auf dem nicht vereisten Bereich muss er sauberer fahren. Ja, und hier sehen wir mal Fiat Stilo. Lionel Dacciano, ein Newcomer. Ja, gerade natürlich bei diesen Bedingungen ist es besonders schwer. Teilweise Eis, teilweise trockener Untergrund. Das ist natürlich jetzt nicht einfach. Wir sehen die schmalen Reifen. Also der klasse Newcomer, Rookie, würde man in der Fachsprache sagen. Aber die Motoren klingen schon richtig geil. Die klingen schon richtig gut, ja. Nächste für Dacciano, der 14. Platz. Nun Romain Grosjean.
gestern, ja, respektive am ersten Teil des Tages der separaten Wertung richtig gut. Ja, hat trotzdem Gewicht rausbekommen. Ja, weil das einfach das Ergebnis für die Wertung Tag 1 hier in Saint-Dié-de-Vosges einfach zu schlecht war. Am meisten Kilo natürlich der Sieger des ersten Tages, 60 Kilo für Dero, Sagors 40 Kilo, Prost 20 Kilo für diesen zweiten Tag. Super, Grosjean, zweitschnellste Zeit, da haben wir auch gesehen, deutlich weniger quergestanden als Panis. Nun kommt Jacques Villeneuve. Jetzt wollen wir mal sehen, was er gelernt hat. Franco-Canadier, der versucht hat, einen der offenen Formel 1 Teamplätze für 2011 von der FIA noch zu kriegen. Wollte damit Durango zusammenspannen, der italienischen Mannschaft. Aber auch das ist nichts geworden. Und ich denke mal, so langsam läuft die Zeit für ihn ab. Zu seiner Hoffnung, nochmal in die Formel 1 zurückzugehen. Was ihm aber bleibt, werden Langstreckenrennen wie Le Mans. Und eben die Trophy Andros. Kommt immer besser in Fahrt. Das sieht auch wirklich prima aus. Relativ wenig Unruhe im Auto. Okay, hier ein bisschen hubbelig, aber gute Zeiten. Und am Ende kann er wirklich sehr zufrieden sein mit der sechstbesten Zeit. Fünftbeste Zeit. Oder fünftbeste sogar. Fünftbeste, sein bestes Resultat in der Saison. Klasse. Im Qualifying. Geht doch. Also, wie gesagt, vielleicht ist es ja seine Zukunft. Ist er eh begeisterter Wintersportler. Kann im Sommer Urlaub machen. So, jetzt also mit extra Gewicht. Und zwar 40 Kilo, Franck Lagos. Wenn er noch Meisterschaftsambitionen hat, dann muss der zweite des ersten Tages, dann muss der auch am zweiten Tag hier so gut schlagen. Hinein, also die große Zweidrittelpause der Saison. Vor dem Schlussspurt auf die Zielgerade dieses Winterjahres. Ja, es scheint, es kommt ihm auch ein bisschen entgegen, die Strecke, dass man das Mehrgewicht gar nicht so spürt, weil er hat eben hier an der engen Ecke gar kein Eis. Genau da, wo eben das Gewicht dich hier aus der Kurve zieht, da musst du so früh anbremsen und das könnte ihm ein bisschen entgegenkommen. Jetzt kommt Evan Stevenaar, auch einer der Eisrennasse, seit über 10 Jahren dabei in dieser Trophy Andros. Ja, Vierter im Moment in der Tabelle vor diesem Lauf. Also der Erste, der nicht saß, kann man so sagen. Ja. Den eigentlich nur Eisrennspezialisten kennen. Ja. Zum BMW. Und das ist natürlich Dero, der Sieger des ersten Tages. Es war aber ganz, ganz eng gemacht. Hat natürlich jetzt durch den Sieg vom ersten Lauf Zusatzgewicht. 60 Kilo. Aber stört ihn reichlich wenig. War ganz, ganz saubere Linie. Allerdings extremes Risiko. Ganz knapp gefahren. Auch hier geht sehr früh in den Rhein. Zirkel da schön durchgehend und gleichmäßig. Und schaut aber, dass er mit den Rädern eigentlich wirklich auf dem Versalt bleibt. Hier, man hat, sieht man die Allradlängen hinten ganz eng wieder. Gas. Sehr schön. Also tolle Linie. Und am Ende trotz 60 Kilo Dero mit der absoluten Bestzeit für Prost. Also gibt es jetzt Druck. Der spürt den Atem von Dero. Ja, jetzt geht's drum. Kriegt er im Dero seine Zeit oder ja, Zweiter oder vielleicht noch schlechter? So, also er hat jetzt wieder Gewicht rauspacken können. Er ist taktisch gefahren. Wir haben es ja gerade schon gesagt am ersten Tag. Die 20 Kilo sind draußen. Ja. 55 Jahre ist er alt, aber immer noch extrem drahtig. Macht sehr viel Fitnesstraining, ist ja auch so ein Kamikaze-Radfahrer. Fährt ja Fahrrad ohne Ende. Ohne Ende. Ist ja genauso schmal wie der Fahrradrahmen. So, und jetzt gucken wir auf die Zeit. Und Alain Prost, zweitschnellster. Hier kommt's. Ganz genau. Also von den Zeiten her gesehen, Prost knapp hinter Dero. 3 Punkte zurück. Die
For some in Australia, motocross isn't just a weekend activity or sport, it's a lifestyle. Be sure to tune into Motors TV this Saturday, the 29th of January for MXTV, when we go behind the scenes with the top riders who will test drive the latest machines and show us just how it's done down under, beginning at 11:45 a.m. So, Trophy Andros und beim fünften Wochenende der Saison hier also in Saint-Guy-de-Vosges in den Hochvogesen. Jetzt das Finale Nummer 1 und zwar aller Prost auf Pole Position. Dann Ballas im Toyota Auris, dem Ex-Fahrzeug von Prost, und dahinter dann Dubon und Demoustier im Skoda. Ja, Dubon, da geht's ganz stark. Ja, da war der auf dem dreckigen Bereich der Piste, auf dem losen Untergrund. Und da ist der Skoda gleich um zwei Plätze. Da machen sie das Leben aber selbst gewaltig schwer. Das war aber ein optimistischer Bremspunkt. Aber da mussten wirklich beide zusammenspielen, sonst hätte es geknallt. Und man sieht es ja schon an der Lackierung, das sind alles eigentlich Teamkollegen. Ja. Die sollten ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Wenn es so weitergeht, wird der Teamchef bald so einen Haarschnitt haben wie ich, oder? Ja. Keine Haare mehr oben zum Raufen. Von Schnitt kann man nicht reden. Gut, Wash and Wear in einem Arbeitsgang. Sparzeitmord. Prost vorne. Ballast. Und wieder Fehler. Oh, Hinterachse gebrochen. Man sieht es, Hinterachse gebrochen. Ja. Ja, sicher vom Kontakt von vorher. Also wir läuft damit in Schwierigkeiten. Schade. Der war gut sortiert, aber wir haben schon gesagt, wenn das Auto quer steht und du lehnst dich aneinander an, dann kann das schnell kaputt gehen. Ja. Damit also eine der Skoda schon mal aus der Entscheidung treiben. Es bleiben Demoustier und Eric Stivena in den beiden Fabias. Ja, er wollte einfach zu viel. Er hat ein super Training, sein bestes Qualifying, aber ja, Overdriving. So ist es halt, Overdriving auf den Punkt gebracht. Prost, der muss jetzt eigentlich, nachdem er gestern ja schon, oder bei Tag 1 Punkte verloren hat, unbedingt maximale Punkte holen. Ja. Nämlich deren 20 für den Sieg hier, denn nachher im Elite-Finale 2, da wird natürlich dann der Hauptrivale kommen, Deiro. Und so wie der bisher gefahren ist, wird der trotz der 60 Kilo Extragewicht kaum zu halten sein. Ja, aber Ballas, der ist da dran, der drückt und macht und ja, vielleicht schafft er es. Bisher sehr fair, muss ich sagen, Ballas. Wäre schon öfter mal die Gelegenheit gewesen, dem Prost hinten mal einen kleinen Schubser zu geben. Ja, aber das ist nicht sein Stil. Nein. Klar sagen, überhaupt gehen die eigentlich fair miteinander um. Ja, stimmt. Aber man sieht, also er versucht eine ganz andere Linie. Er fährt ganz lang gerade, stellt das Auto erst spät quer. Und ja, ist vielleicht auch der richtige Weg. Ja, vielleicht findet er doch die Lücke. Also er macht Druck. Für Prost ist das kein Spaziergang. Hier konnte die Verwaltung nicht die Kontakt nicht ganz vermieden werden, aber geht sofort vom Gaspalast. Wäre da drauf geblieben, wer hätte den das da querschieben können? Ja, nur er hat da auch wenig davon, deswegen ja, muss er auch dem Prost den Raum zum Leben lassen. Man hat gesehen, was passiert, wenn man auf Biegen und Brechen fährt, wie bei Villeneuve, dann bricht es eben. Ah, das ist wunderschön, das sind schon zwei echte Könner da vorne. Und Ballas, der sucht immer wieder die Lücke, noch hat Prost aber mit dem Dacia in dem blauen Fahrzeug immer wieder die Tür zumachen können. Der ist natürlich auch ein gewiefter Hund, klar. Und Dritter, am liebsten lachender Dritter, würde natürlich werden Jean-Baptiste Dubon im Renault Clio. Der hofft, dass die beiden vielleicht doch noch kollidieren. Die ersten drei haben sich deutlich schon abgesetzt aufgrund der Skoda-internen Probleme vorhin. Schöner Drift auch hier wieder. Und ich glaube, Prost wird das nicht mehr zu nehmen sein, dieser Sieg. Ja, Prost setzt sich durch. Starker Lauf. Aber auch Ballas. Ja, und super Rennen für einen Ballas. Da müssen die Skoda-Jungs, allerdings, da kommen ja erst noch die Top-Jungs auf den Skodas, die müssen da schon jetzt wirklich ein bisschen mehr rausholen.
Dubon also mit dem Renault am Ende Dritter dieses ersten Finales. Und jetzt kommen sie. Jetzt kommt also Deroux, Lagos, Grosjean und Co. Mit dabei im Übrigen auch Paul Belmondo, aber der ist ziemlich weit hinten. Und Lagos wunderbar gleich in die Lücke reingeschossen auf 2 vor den beiden Clio 3. Ja, aber vorne zieht jetzt schon weg Durand im 1er BMW. Ja, das hat sich Grosjean ein bisschen anders vorgestellt. Nun musste er erst wieder an Lagos vorbei. Das könnte für Durand natürlich auch eine kleine Hilfe sein. Letzte Finale also dieses fünften Wochenendes zur Trophy Andros 2010-2011. Prost, Finale 1 gewonnen, Deroux in Führung im BMW Serie 1 und damit auf dem Weg zu maximalen Punkten. Und damit würde er die Führung von Prost, da würde er weiter dran abknabbern und den Abstand auf nur noch 6 Punkte verkürzen. Das kann auch richtig munter werden in diesem Winter. Aber zunächst mal muss er den Sieg hier nach Hause fahren und ja, da ist Lagos dran, auch kein Kind von Traurigkeit. Und auch Panis muss gucken, dass sie hier noch Punkte mitnimmt, sonst wird das vielleicht sogar eins seiner Streichresultate. Ja. Oh, weit rausgetragen worden, Lagos. Und Grosjean mit Fehler. Grosjean zu weit draußen, dreht sich auf der Eisplatte in die Wand rein. Beide hätte Pierre Lorach ihn noch geschnappt, mit dem wir hier gerade unterwegs sind, der Clio-Teamkollege. Ja, damit sind also nur zwei vorne, Deroux und Lagos. Die wird nach dem Fehler Grosjean jetzt nicht mehr kriegen. Und wieder schön quer stehen. Da entweder fährst du innen oder außen. In der Mitte ist es, glaube ich, mit den Spikes ganz blöd. Die werden dann nur rausgerupft aus dem Gummi. Ja, am besten ist, du hast die Hinterachse auf trockenen, weil da kann die sauber mitlenken, aber vorne die Spikes, die praktisch ja den Vortrieb hauptsächlich erzeugen, da muss man gucken, dass die auch irgendwas zum Greifen kriegen und da ist trockener Asphalt mal die blödste Variante. Auch hier versucht man es, wie sie dann versuchen, schnell mit der Vorderachse wieder in reinzukommen. Deroux, Lagos, dann die beiden Renault von Grosjean und Lorach. Jérôme Rivière im Fiat Stilo auf 5 und dann erst Panis. Ja, das sieht eher, wie du schon sagtest, nach Streichresultat für Olivier Panis aus. Der kommt da auch nicht weiter nach vorne. Nee, der hängt da richtig hinten fest und ja, zwei Streichresultate hat er. Wenn er hier nicht mehr zerreißt, dann ist das ein, wird das wohl eins werden. Und ja, dann hat er um die 40 Punkte bisher ja, Rückstand schon auf die zwei Führenden. Und da sieht man, sie versuchen ganz unterschiedliche Linien. Er lässt sich mal von gar nichts beeindrucken. Wir sehen hier in der Tat die Spikes auf Asphalt. Da haben wir leicht einen Funkenflug jetzt bei untergehender Sonne an diesem Samstag. Spätnachmittag. Deroux sehr kontrolliert und ruhig. Lagos ist nach dem Fehler doch wieder ein bisschen näher rangekommen. Wir sollten nochmal sagen, Deroux 60 Kilo draufgepackt nach dem Sieg gestern. Er hat mit Abstand das schwerste Auto im Feld. Und dafür ist es wirklich doppelt gut, was er hier zeigt. Und sorgt für Spannung in der Meisterschaft. Denn er holt sich tatsächlich den Sieg. Damit auch 20 Punkte. Lagos auf Platz 2. Grosjean Dritter. Und Panis bleibt nur Platz 6. Also abhaken. Ja. Bleibt trotzdem Dritter in der Meisterschaft. Panis. Aber man, die anderen zwei, ja, Durand und Prost ziehen davon mit eben 80 und 77 Punkte. Mehr hat keiner geholt an diesem Wochenende und damit verdient in der Meisterschaft vorne. Hier sieht man es. Prost nur noch 6 Punkte vorne. Also das war das Wochenende der Jean-Philippe Deroux. Immer die Bestzeit bei zwei separat gewerteten Tagen plus 2 Siege und jetzt macht er auch noch schöne Donuts à la Alex Zanardi. Also, wer wird der neue Eisrennkönig? Das ist die Frage. Spätestens im großen Finale im Start de France werden wir es dann im März wissen. 2 Titel hat er ja geholt, Deroux in den letzten 2 Jahren, zweimal aber Prost-Champion, also die beiden größten in den letzten Jahren besorgen sich auch in diesem Jahr und Applaus für Jean-Philippe Deroux, das hat er perfekt gemacht und das, wir sollten nochmal sagen, in einem privaten BMW plus mit 60 extra Kilo. Also er ist der Herrscher und der König an diesem Wochenende der Trophée Andros in Saint-Dié-de-Vosges. Ja, das war's vom 5. von 8 Läufen
in der Trophy Andros. Und das dürfen Sie sicher sein, Sie werden bei uns auch auf Motors TV Lauf Nummer 6, 7 und dann das große Finale in Paris sehen. Wenn dann tatsächlich auch das Schnee mitspielen sollte, nicht überall haben wir Kunsteisbahn wie hier. Also wollen wir ein bisschen Daumen halten, dass in der Tat auch wie notwendig in den Wintersportorten Frankreichs dann genug Schnee liegt, dass wir wirklich noch 3 Wochenende haben. Superbass ist geplant als nächstes, das ist der Rennen, dann Lens en Vercours, ja, und dann Paris, das Finale, Start de France. Das wird in jedem Fall stattfinden, weil da müssen sie das Eis eh hinschleppen. Genau, und Superbass ist am 28., 29. Januar, dann geht es wieder weiter und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.